ein bisschen einstellen. Ne? Arbeitskraft ein bisschen freier und Versammlerkraft, den kannst du so weit wie du eben gehört bist. Ein Dach. Tendenzmäßig so ein bisschen zurückgehen. Ne? Ich war hier vorne kurz und nach der
der einen Seite zwar dran hast an der Hand, aber so ein bisschen leicht machst. Dran, aber noch ein bisschen leichter. Dran und wieder ein bisschen leichter. Und jetzt nochmal durch die ganze Wand wechseln. Zweite Hälfte, wo er so tief kam. Dass die dann mit halben Parade den Genick hochnimmt, er kommt auch mit dem Vorderbein ein bisschen schöner raus. Nochmal. Und schön zu H rein. Tief an die Ecke. So, hochnimmt. Jetzt wenn man jetzt nochmal immer auf der zweiten Hälfte einmal die Gerte ein bisschen anklickt. Und dabei hochnehmen. Fang ruhig ihn noch an und ich würde die zweite Hälfte mehr konzentrieren. Dass er hinten raus, da flacht er immer zu sehr ab. Dass du ein paar Mal beim dritten Verlängern nach der Mittellinie die Gerte gibst und das Genick nach oben reißt. Bis er das geschnallt hat. Kann ruhig 3-4 Mal das machen. Genau. Richtig, und tief in die Ecke, tiefer in die Ecke danach. Anka, nicht in Schönheit sterben. Ja, weiter. Weiter. Ja, richtig. Genau, Arbeitstempo, ne? Wenn der A-Dressur reitest, kannst du den im versammelten Trab absolvieren. Jawohl. Richtig. Und beim nächsten Mal wieder drinne verlängern. Richtig. Genau. Jawohl. Anpacken und das Genick nach oben reiten.
dass du dort ab X das richtige Losreiten erst machst. Du hoffst, dass er von alleine schon mal ein bisschen losgeht, schon mal ein bisschen los, natürlich, und dann die zweite Hälfte noch mal richtig. Die zweite Hälfte, ne, das ist noch nicht ganz da, wo das hingehen muss. Aber das ist der Weg, dass du dahin kommst. Dass du immer noch ein bisschen was in Reserve hast für die zweite Hälfte. Dass du dann auch dich akzeptiert und nochmal den Kopf hochnimmt und nochmal große Tritte macht. Und nicht bloß laufende Tritte. Richtig, schön. Ja, mit der Anlehnung hast du deutlich besser jetzt. Genau. Ja, das ist auch besser geworden, da hat er ja noch.
Stopp, stopp.